Hallo zusammen und willkommen zurück bei Ark Survival Evolved mit Anduin Hallo, grüß euch. und meiner Wenigkeit Tibra. Grüß euch. So, mir fehlen genau 9 Stück Holz für eine Futterkiste. Glaubt, da werde ich mit meinem großen Mädchen, den Wölkchen, alleine gehen. Oder die Kinder gleich mitnehmen zum Sammeln von Fleisch. Fleisch muss her. Fleisch muss auf alle Fälle her, ja. Allein. Da bin ich ein bisschen schneller. Ich habe jetzt wieder 12 Narkosemitteln rausgebracht. Aus dem Fleisch, was da war, also aus dem Gammelfleisch. Okay. Und habe aber jetzt mittlerweile schon einiges an Narkobieres in Reserve. Ja gut, mein Wölkchen hat auch noch, glaube ich, über 100 Narkobieres, aber das räume ich Hast dann du die aus. Futterkiste unten aufgestellt? Da fehlen mir noch 9 Ah ja, Holz. genau, da Ja, fehlt ja was. da war was. Und ich suche einfach irgendwo einen Baum. Ah, Brandu, du bist auch noch mal fällig. So, ja, ich habe mittlerweile den Stampfer fast ausgeladen. Glaube, die Beeren hat er noch drinnen. Durst habe ich. Rüber geht's wieder. Ja, So genau. Holzsäulen brauchst du ja auch, hast gesagt. Ja, das mache ich jetzt mit der Futterkiste. Der Herr Spinner doch da drüben verweilt. Oh, Wölkchen ist hinterher, das passt nicht. Ja, der ist nur über da am Strand. Okay, Wölkchen, retour. Ja, ich weiß. Die Hammerholzknappheit. Wir haben Ressourcenknappheit. Ja, Ressourcenknappheit. Wobei am schlimmsten ist das mit Holz. Aber wir haben auch sehr viel Holz verarbeitet. Stimmt Durch die allerdings, ja. Tore. Ja, stimmt. Bei den Wänden geht ja auch immer was weg. Dann Ja, für die braucht man auch noch jede Menge. Und ich brauche auch Holzfoundations, damit ich meine Beete endlich aufstellen kann. Ja, genau. So, na dann. Ran an die Arbeit. Ja. So, ich hoffe, ich bringe die jetzt nur alle da rein. Jetzt müssen wir Invent. Natürlich, jetzt funkt es. Oh ja, ich weiß, ich bin überladen. Wo ist die Futterkiste? Futterdruck. Nein, jetzt fehlt Stroh. Ich spinne, glaube ich. Das könnte ja gleich aufstehen, sagst Was denn? du. Das eine Tor Spinnliste. darüber. Du müsstest jetzt einige haben. Ja. Jetzt geht's ja das. Aber jetzt denke ich mal. Na bitte.
So, Retourwölkchen, wir gehen das aufstellen. Natürlich nehmen wir auf dem Weg retour alles mit an Gebüsch. Trauen wir das da ehrlich gesagt jetzt nicht setzen, weil da bleibt so ein kleiner Spalt über. Ich glaube, den müssen wir vorher mit so Steinsäulen zumachen. Okay. Nicht, dass die dann nicht reinpassen, wenn ich da hinsetze. So, dann schmeiß ich's. Ah, aber zwei werde ich trotzdem mitnehmen. Eins, zwei. Zwei. Gut, mein Wölkchen kann leveln. Probieren wir gleich mal mit den Toren nochmal den Hof zu machen. Hopp, runter da. Geht so. Wieder so weit gelaufen. Ups, was war denn das? Fliege da runter. Bist du wieder gesprungen? Nein, ich bin eigentlich die Stufen gelaufen, aber aus irgendeinem Grund ist er weggeglitscht. Okay. So, der ist einmal angefüllt. Gehen wir noch zum Bierchen mit? Gleich noch welche. Das ist unsere hauseigene Truhe, Futtertruhe. Kommen nur die Nacoberis und das ist für uns das Futter quasi. Und runter dann wird dann wirklich das Fleisch und alle anderen Beeren. Ne? Und die Mioberis bleiben auch bei uns. Ja, genau. So, dann schauen wir, wie sich das da ausgeht. Ja, da passen es wieder hervorragend rein. Wo stellst du jetzt Tore auf? Ich mache gerade den Hof zu. Ah, sehr fein. Also, ich glaube, da wird zwar ein bisschen ein Spalt überbleiben. Aber nicht zu schlimm. Blödes Ding. Naja. Ups, das so. Jetzt macht. Genau. Sauf ab, ich sauf ab. Ah nein. Kommst jetzt nett. Naja. Okay. Ist nicht ganz so schön wie da drüben. Ich glaube zumindest durchkommen tut da nichts mehr jetzt. Kinder, ich bin wieder da. Da ist das ja perfekt geworden. So leicht schlüpft da nichts mehr durch.
bist gerade im Hof? Ja, genau. Mhm. Es ist leider nicht so genau wie das beim Hof darüber. Mhm. Da ist er wirklich so ganz hervorragend ausgegangen. Mhm. Da sind leider so geringe kleine Spalten. Ich stelle das vorne in der Mitte hin, die Futterkiste, gell? Also, ja. Die Stirnseite. Mhm. So, die Rampen. Die Rampen. Ja. Dann gehen wir mal die dicke Lady ausräumen. Bären wiegen ganz schön viel. Ja, die Verhältnisse sind irgendwie witzig. Also ein Steak Bären hat eigentlich 2 Kilo oder so. Mhm. Aber Nahrung gibt es ja nicht einmal eine Mahlzeit ab. Mhm. Naja. Okay, dann wieder retour. Und? Ja, geht's ja aus. Berries mit hochnehmen. Steam Berries? Mhm. Ja. Okay. Den Rest sagen kann. Packe ich auf jeden weg. Namen höre ich ja tonnenweise. Ich hab's auch schon da unten rein. Aber ich glaube, wir haben auch bald jetzt so ziemlich alles. Glaube ich auch. Den Mais haben wir schon, die Kartoffel haben wir, die Zitrone. Dann die Beeren natürlich sowieso. Und von den neuen Samen haben wir auch schon einige, die bei dem Primitive Plus Paket mitkommen. Top, 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 die Treppe runter. Et
du hast da irgendwie nichts verloren, wollte ich dir sagen. Na gut, was mache ich als nächstes? Also ich bin gerade beim Steinfarmen. Ah, okay. Beim Strand entlang, wo ich den Steg begonnen habe. Geh dann runter, lege drüben in die Kiste rein und werde dann ein bisschen Holz farmen. Dort. Ja, du brauchst ja deine Steinsäulen, gell? Ja, ich brauche auch Holzsäulen. Ah, und Holzsäulen. Stein, Holzsäulen. Alles mögliche. Wahnsinn. Decken, Foundations. So, alles. Na, du kleiner Kackstiefel. Kannst du wieder ein Kunststück? Und leveln. Gesundheit ist jetzt wichtig. Alle anderen Beeren trage ich nach unten. In die Futterkiste. Mhm. Ja. Für einen kleinen müsstest du da ein wenig was oben lassen. Ach stimmt, ja. Wenn du den oben behalten willst. Ja, das ist ein Haustier. Ja. Dann musst du. Oder du steckst das direkt bei ihm rein, das geht natürlich auch. Ja, das ist eine gute Idee. Die ganzen roten Beeren gebe ich ihm. Ja, zumindest eine Zeile oder so, da kommt er eh. Glück, ja. Relativ lang durch. Ja, mein Kleiner, du bist gemein. Ich kann mich bewegen, das ist blöd. Geht's jetzt? Ich will ja nur ein paar Schritte nehmen. Ja. Oh, ich müsste ja nicht viel bewegen. Gut, ich nehme mal die ganzen gelben mit. Wahnsinn. Gut. Bei dem Auge? Mhm. Wölkchen oder was? Nein, nein, mir. Ah, dir? Ja, na, das habe ich schon auf 110 gebracht. Hä? Okay. 110%. Das merkt man. Okay. Du bist schon deutlich schneller dann. Ja, Wölkchen. Oh, mein großes. Werde dich da mal wieder rüberbringen. Oder? Beete, genau, Foundations. Weiß ich wieder, was ich machen wollte.
Ja, jetzt wo wir die Tore drinnen haben, müssten eigentlich Dodos auch nicht mehr raus können da aus dem Hof. Jetzt können wir dann die ersten Dodos tämen. Und was machen wir damit? Züchten für Fleisch oder wie? Ja. Wenn wir irgendwann einmal drauf kommen, wie wir das Hühnerfleisch verarbeiten. Aber du, ich glaube, es vergammelt so wie das normale Fleisch und wird dann zu so einem Gammelfleisch und alleine für das ist es nicht schlecht. Ja, das stimmt eigentlich. Ich brauche ja sowieso für die Narkotik. Wie viele Narkotik haben wir jetzt eigentlich? Jetzt haben wir knapp 30. Wir brauchen dafür jede Menge Fleisch, weil wir wollen ja einen Rex, oder? Naja, das ist ein Langzeitziel. Also da sind wir noch lange nicht, weil wir könnten ihn natürlich tämen, wir brauchen jetzt nur die Ressourcen farmen, aber es macht keinen Sinn, weil wir können den Sattel noch nicht. Das ist noch nicht einmal freigeschalten. Ich glaube, der kommt erst sehr spät. Die letzten 10 Level also dabei sein oder zumindest über 50. Jetzt mal schauen, wo ich jetzt bin. Level 38. Okay. Ja, ein Stück dann noch. Wie schaut's bei dir aus? Moment mal, wo bin ich? Blind wie ich bin? Ja, wo steht denn das? Ganz oben. Ah ja, Level 39. Ja, die Folge wäre wieder vorbei. Na gut, wenn es euch gefallen hat, dann schaut wieder rein, wie es bei uns weitergeht bei Ark Survival Evolved. Und ja, Daumen hoch und weiterempfehlen. Ciao. Ciao.